Hund zum Erbrechen bringen, Hund zum Kotzen bringen. Auch danach wird bei Google gesucht. Was macht man also, wenn der Hund etwas verschluckt hat, was nicht in ihn hineingehört? Dazu mehr gleich in meinem Video. Hund zum Erbrechen bringen. Der Hund hat womöglich einen Gegenstand verschluckt, der nicht in ihn hineingehört oder sogar Gift gefressen. Da wäre es natürlich gut, wenn man das einfach schnellstmöglich wieder loswerden würde. Aber bei dieser Prozedur kann sich der Hund massiv verletzen. Oder es kann auch sogar von der Speiseröhre in die Luftröhre gelangen, was auch immer er verschluckt hat. Also es kann sogar dann massive Atemnot bestehen. Es kann zu Erstickungsanfällen kommen. Also sie setzen ihren Hund zusätzlich noch weiteren Gefahren aus. Von daher bei Gift erstmal Aktivkohle verwenden, also Kohletabletten in Wasser auflösen und dem Hund verabreichen, am besten über eine Spritze. Idealerweise haben sie noch jemanden, der das macht und sie fahren mit allen Beteiligten zum Tierarzt oder in die nächste Tierklinik, sodass alles parallel erfolgen kann und auch ihre Begleitung dann schon mal in der Tierklinik anruft, um entsprechend vorzuwarnen, also dass die Tierklinik Bescheid weiß und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Also bitte, bitte nicht versuchen, den Hund zum Erbrechen zu bringen. Sie schaden ihm nur noch mal zusätzlich.